Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten, aber auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Need for Speed Heat. Ich bin immer noch am Testen. Ich habe jetzt immer einen 4K-Fernseher zu Hause. Ich habe jetzt 3 neue 4K-Videos hochgeladen. Aber wenn sie hochgeladen und verarbeitet sind, kann ich sie mir leider nicht anschauen. Das dauert dann meistens ein paar Stunden. Ja, das war jetzt noch 2160p. Ich habe mal ein bisschen beim anderen Kollegen von mir, ein Freund von mir, geguckt. Der hat Videos gemacht, nicht in 2160p. Hat er auch gemacht, aber er macht auch andere Videos in 1440p. Ja, es geht mir hauptsächlich darum, um jetzt rauszufinden. Also wir spielen jetzt, wie gesagt, ich kann es euch ja mal zeigen. Na, Moment. Und ich habe das mit dem Cloud-Rechner jetzt auch hin. Man muss dann eben... Ja, es wäre zu aufwendig, euch das alles zu erklären. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2560 mal, und das dahinter ist eben 1440p. Ja, und momentan haben wir ziemlich viel FPS. Es gab heute schon wieder ein neues Update vom Cloud Gaming Rechner. Ja, für neue Zuschauer, wir zocken hier nicht auf dem normalen PC, sondern auf dem Cloud Gaming Rechner von ShadowTech. Ja, und im Anfang Februar kriege ich dann meine die stärkste Variante und dann sind die Spielereien hier auch vorbei. Dann können wir immer in 2160p mit 60 Bildern und in Ultra zocken. Ja, ich habe jetzt sogar jetzt die Grafik auf Mittel wieder. Die meisten Videos hatten wir in 1080p, auch in Mittel. Und irgendwie hat er jetzt mehr Leistung, der Rechner. Ja, das Video musste ich gestern abbrechen. Das ist unser neuer Wagen, den wir jetzt let's playen wollen. Ich habe ihn schon getuned. Ist ja also auch nicht so wichtig, muss ich ja nicht alles nochmal von vorne machen. Ich bin ihn zweimal gefahren und ja, hat mir nicht gefallen. Er wird nicht an die Corvette rankommen. Wie gesagt, das ist momentan das beste Auto, die Corvette. So. Ich habe den Strich jetzt nach rechts gemacht, an dem Punkt, wie ihr seht. Da ist er aber zu stark in Drift reingegangen, war manchmal unkontrollierbar. Ich möchte ihn jetzt in die Mitte haben. Ich hatte ihn auch schon fast ganz unten links auf Rennen. Aber das war auch nicht gut. Also der macht hier ein bisschen zicken, der Chevrolet Camaro. Aber ich möchte ihm trotzdem noch eine Chance geben. So, jetzt müssen wir mal sehen, was haben wir hier eingebaut. Straßenfederung. Ja, da könnten wir an und für sich ja die Federung. Ich muss mal kurz einen Überblick haben. Ja, vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, wir werden da wieder raufgehen. Ja, hier ist natürlich alles. Ja, die Reifen. Wir haben Straßenreifen, ja. Soll dann für sie auch so bleiben. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich schon. Weil den Punkt wieder zu weit nach links ist auch nicht gut. Zu weit nach rechts, wie wir hatten gerade, denn ist das Driften zu stark. Ich glaube, so müsste es jetzt fahrbar sein. Haben wir auch Straße drin. Testen wir ihn mal. Wenn es nichts wird, dann ist es halt so. Er wird aber auch die Corvette nicht schlagen können. Also eine Corvette ist immer stärker auch als ein Camaro. Ist ja logisch. So, aber ich kann ihn euch nochmal zeigen. Den haben wir geil getuned. Ja, kann man so zeigen. Können wir jetzt auch mal anders am Moment. So. Ja, weil das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt im 1440er Bereich so viel FPS haben. Und trotzdem, ich möchte ja den Codec haben, darum geht das. Den VP09 Codec.
genau. Dann habt ihr es nämlich in genau der gleichen Qualität, wie ich das hier zocke. Den kriegen eigentlich nur im 1080p-Bereich Leute, die mehr Abonnenten haben. Wusste ich auch nicht, aber ich weiß es mittlerweile schon länger. Ja, ist ein geiler Wagen, sieht cool aus. Power hat er auch ordentlich. 840 PS. Starke Beschleunigung. 1000 Newtonmeter Drehmoment. Bloß eben das Fahrverhalten. Werden wir jetzt mal sehen. Ich glaube, danach kommt jetzt auch der Porsche. Da freue ich mich heute sehr drauf. Und mal sehen, wie viel FPS wir bekommen. In der Auflösung habe ich noch nie gespielt. Aber der Digon, da könnt ihr euch auch mal den Kanal auschecken. Der ist auf meinem Kanal verlinkt, auf der Hauptseite. Der Kanal von Eloka. Der Digon heißt sein Kanal. Müsst ihr einfach nur auf meinen Hauptkanal gehen. Und dann seht ihr rechts schon die Sachen, die ich verlinkt habe, die YouTuber. Gut, meine lieben Freunde. Einen kurzen Zug von der Zigarette genommen. Passt. Was meinst du? Wollen wir losziehen und rausfinden, welche neuen Rennen uns als League-Mitglieder offen stehen? So, ich hoffe mal, dass es jetzt... Ich würde gern was anderes versuchen. Und da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich erwarte dich. Das ist ja unglaublich, dass wir jetzt 80 FPS haben. Ich habe es unten extra einmal eingeblendet. Wir hatten im 1080p Bereich hatten wir ja, also auf jeden Fall nicht konstant 80 Bilder. Obwohl die Auflösung jetzt höher ist. Nur vielleicht ist das ja was. Dann würde ich nämlich auch für 15 Euro die Flatrate verlängern. Und in dieser Auflösung, wenn wir auch den Codec bekommen, im ganzen Monat mit euch weiter die Autos durchzocken. So, aber jetzt ist erstmal der Camaro dran. Ich glaube, jetzt müsste er sich gut fahren. Na, jetzt geht die FPS runter wegen den Autos. Sonne genau von vorne. So habe ich das noch nie gehabt. Ich glaube, jetzt fährt er sich gut. Nein, will nicht so richtig in Drift rein, aber... Ja. Doch. Na gut, dann müssen die Strecke erstmal fahren. 60 FPS ist super. Ich sage euch gleich nach dem Rennen was dazu, warum wir jetzt wohl mehr FPS haben, obwohl die Auflösung höher ist. Jetzt ist er perfekt. Nach dem dritten Mal Tuning, also zu weit im Punkt nach links, ist nicht gut. Weit nach rechts ist auch nicht gut, aber genau in der Mitte ist optimal. Und Nitro können wir auch benutzen. Immer auf dem ersten Platz. Boah. Ja, jetzt fährt er sich super. Und das ist der Klasse, das beste Tuning für den schönen Camaro. Dass wir ihm noch eine Chance gegeben haben. Jo, der hebt ab. Ja. Jetzt hat er auch richtig schön Grip. Und kommt aus dem Drift auch wieder gut raus.
Manchmal muss man zweimal im Drift. Das ist nicht so optimal, aber fährt sich ein Ende besser als gestern. So, es geht schon abwärts. Oh, wir haben schön viel FPS. Das ist sehr positiv. Na, das habe ich mir gedacht, das kann manchmal passieren. Wie so ein Nadelöhr, wenn man so schnell fährt. Oh, so 330 würde er schaffen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber manchmal haben wir sogar 70 FPS. Also es läuft in dieser Auflösung besser als in 1080p. Wir sind ja jetzt nicht in 1080p unterwegs, sondern in 1440p. 3K oder wie man das nennt. Oh, vorwärts. Ui, das war knapp. 340 schafft er hier schon. Oh. Na, ei, der war knapp. Das kurz weg. Ui. Ja. Passt. Aber fährt sich jetzt super, also mit dem Tuning astrein. Kann man. Vorsicht! Ja, das ging noch gut. Nicht so viel Zeit verloren. Hier müssen wir aber leider nochmal einen Drift. Oh, die Zeit ist auch nicht schlecht. Oh, weit gesprungen. Schön, dass wir nochmal Nitro bekommen. Jawohl. Aber die Corvette ist trotzdem ein Ende stärker. Unter 4,30 sind wir schon gekommen. Also über 7 Sekunden ist er langsamer als die Corvette. Trotzdem fuhr sich jetzt super, also kann man den Wagen lassen. Dann fahren wir ihn jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, auf Achterbahn habe ich ihn gestern nicht getestet. Ja, was ich euch sagen wollte. Also wenn man jetzt mal die FPS vergleicht, ich Let's Play da spiele ja schon 60 Stunden, schaut euch einfach mal die ersten Videos an, die ich gemacht habe mit dem Cloud-Rechner. Da waren wir in 1800... Ah, Moment. Ja, 1800... Ach, wie heißt das denn jetzt? Ich komme mit ganzen Auflösungen langsam durcheinander. Ist auch egal, auf jeden Fall sind die FPS jetzt deutlich mehr. Obwohl die Auflösung jetzt besser ist. Das liegt wahrscheinlich daran, die haben aus dem Cloud-Rechner, ich habe ja also die letzte Woche bestimmt 5 Updates bekommen. Ich habe jetzt den Cloud-Rechner schon fast ein ganzes Jahr, benutze ich den schon und so viele Updates habe ich noch nie bekommen. Und ich glaube, also sie haben an der Konfiguration nichts geändert, das ist immer noch ein Xeon Prozessor mit 3,2 GHz, den hatten sie schon mal hochgetaktet, aber der ist schon lange so. Ja, und die Grafik kann ich euch ja gleich nochmal zeigen, die Grafikkarte. Hat Leistung wie eine 1080er. Aber wir haben jetzt, also die Auflösung ist echt perfekt. Es wäre jetzt bloß nur wichtig, dass wir den VP09 Codec bekommen. Dann würde ich nämlich den ganzen Monat mit euch weiter zocken. Ich weiß ja nicht, wann ich den Cloud-Rechner bekomme. Sie haben gesagt, im Februar, es kann Anfang Februar sein, vielleicht aber auch erst Ende Februar. Und vielleicht haben wir jetzt die perfekte Auflösung gefunden. 1440p in mittlere Grafikeinstellung. Ja, läuft super auf dem Cloud-Rechner, wie ihr seht. Hier hatten wir die Sonne eigentlich auch noch nie mehr von vorne. So, wir könnten es berghoch schon einen Moment.
kleine Pause muss sein. Ihr könnt das ja vorspulen. Wir könnten jetzt berghoch schon auf den ersten Platz kommen, weil er eben sehr viel Drehmoment hat. Und das ist berghoch natürlich positiv. Ja, also für euch, deswegen blende ich auch immer die FPS ein. Na, für mich selber auch, aber wenn ihr an dem Cloud-Rechner interessiert seid, ich bezahle jetzt schon ein ganzes Jahr für den Cloud-Rechner 30 Euro im Monat. Müsst ihr einfach mal googeln, Shadow Tech, und dann habt ihr das. Ist ein französischer Anbieter, der verkauft aber auch schon die Cloud-Rechner in Amerika und so. Ja, und ich glaube, die haben die Updates, die ich bekommen habe, haben an der Performance, ist alles in Englisch immer, die Changelogs, an der Performance ordentlich was getan. Ja, und was ich sagen wollte, ich bezahle schon immer 30 Euro und ihr kriegt den, wenn ihr ihn jetzt vorbestellt, kriegt ihr den aber erst im April. So lange müsstet ihr denn warten, kriegt ihr den für 12,99 Euro. Das ist ein Toppreis. Habt ihr den kompletten Rechner. Und ihr seht, ich blende das bei jedem Spiel jetzt ein, immer die FPS. Kriegt ihr für günstiges Geld einen Cloud-Rechner. Genau. Es gibt dann drei Preisvarianten. Ich habe mich natürlich für die 40-Euro-Variante entschieden. Aber die hat dann auch richtig Dampf. So ein Rechner, wenn ihr den kaufen würdet. Also diesen Rechner, wie ihr den jetzt kaufen würdet, naja, würde ich sagen, 800 Euro würde der bestimmt noch kosten oder 1000 Euro. Den ich mir hole für 40 Euro im Monat, das sind ja nur 10 Euro mehr. Ich bezahle jetzt schon 30 Euro. Der hat einen Wert von 2000 bis 2400 Euro. Der hat eine Grafikleistung wie die Titan. Und die Titan kostet allein schon 1000 Euro, die Grafikkarte. Ja, ich habe natürlich große Vorfreude. Den Fernseher habe ich ja schon mal hier. Ich hoffe mal, dass das Anfang Februar dann auch losgeht. Genau. Schauen wir uns den schönen Wagen nochmal an. Ja, ein 4K-Fernseher. Also ich kann den Philips jetzt uneingeschränkt empfehlen. Ich habe ihn ja schon 2 Wochen zu Hause. Das ist der Philips 8303. Günstigster Preis momentan 820 Euro. 55 Zoll in einer Einraumwohnung. Ich hatte vorher 43 Zoll. Als ich den hier aufbauen musste, das war schon richtig schwierig. Das ist ein fettes Teil, ja. Aber das Zocken macht am Ende mehr Spaß, weil man sieht auch den Gegenverkehr in dem Spiel jetzt hier besser. Und dann hat man weniger Unfälle und so. Also man kann ruhig für eine Einraum, also Einzimmerwohnung, 55 Zoll kann ich sehr empfehlen. Aber der Fernseher hier in 65 Zoll kostet dann aber auch schon der Qualität 1600 Euro. Und 2018 ist er auf den Markt gekommen, der 8303, und da hat er noch 1800 Euro gekostet. Also der hat jetzt in 2 Jahren 50% am Preis verloren. Jetzt ist eine gute Zeit, würde ich sagen, auf 4K zu gehen. Alles klar, meine lieben Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht auf die Achterbahn. Auf den nächsten Wagen freue ich mich aber noch ein Ende mehr. So. Mal sehen, dass wir einen guten Start erwischen. Hau ab da, Mann. Jo, im dritten sind wir schon. Porsche ziehen wir gleich ab. Wir schnell auf dem ersten Platz. Ja. Können wir schon los benutzen. Hat gut geklappt. Ja, auf der Strecke. Upsala, nicht aufschaukeln. Fährt er sich auch schon besser.
Ja, jetzt ist er optimal vom Grip-Niveau. Vorsicht. Aber auch vom Grip-Niveau. Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich saß gerade noch am Schneidersitz. Also jetzt ist er perfekt getuned. Griffverhalten ist gut und er hat auch genug Griff. Er schön schnell aus dem Griff wieder raus. Ah, so eine... Vorsicht, einen Moment. Ja, über 200 werden wir bekommen. Locker. Ja. Ah, der ist schwer. Der kommt auch mal ein bisschen weiter nach außen. Das kann mal passieren. Aber wir sind immer noch schnell unterwegs. Also eine 4 Minuten 5 könnte das werden. Ja, da geht er wieder in den Drift. Das ist natürlich nicht so gut. Zeit gekostet. Ja, mit einer 4 Minuten 5 wäre ich zufrieden mit dem Wagen. Und mal schauen. Jawohl. Dicker Brocken ist das. Ja, und gleich wieder schön Grip, optimal. Also ein besseres Fahrverhalten wird man mit diesen Teilen, die wir haben, nicht bekommen. Oh, wir überrunden jetzt schon hier berghoch. Hier können wir es an beiden vorbei. Hier außen. Ja. Jawoll, außen. Ja. So, 4 Minuten 5 habe ich gesagt. Mal sehen. Ah, der steht mitten im Weg. Ja, knapp. Wir hätten 4 Minuten 5. 4 Minuten 5 hätten wir schaffen können. Hätten wir auch geschafft. Ja, wie ihr seht, ich kenne mich da schon ein bisschen aus mit der Strecke. Ich bin die jetzt ja schon sehr, sehr oft gefahren. Dann weiß ich meistens auch, was am Ende bei rauskommt. Aber er ist schnell auf den ersten Platz gekommen. Ja, nee, also so kann man ihn lassen. Ich zeige euch das nochmal kurz. Welche Teile ihr denn einbauen solltet, wenn er gut fahren soll. Egal wie schlimm es da draußen auch wird, um Mercer müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Also, hier brauchen wir die Strecke in lila. Das ist wichtig. Reifen, ja, die nehme ich immer, die Straßenreifen in lila. Was aber auch entscheidend war, das Differential, ja, eigentlich mache ich das immer so mit dem Differential hier. Ja, so ist das gut. Punkt ist ein ganz bisschen aus der Mitte raus. Optimal, ja, vielleicht, nee, ich würde sagen, so ist er perfekt. Gut, meine lieben Freunde. Wir wollen jetzt den nächsten Wagen kaufen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, jetzt kommt nämlich der Porsche. Yeah. Also wenn das in dieser Auflösung läuft, der butterweich in mittleren Einstellungen, könnte sogar auf hohe Einstellung gehen. Dann werde ich auf jeden Fall die Flatrate verlängern und jeden Tag für euch wieder so drei Autos oder vier manchmal auch fertig machen.
So, wir wollen zum Autohändler. So. Ja, die El Siege ist wirklich richtig geil. Also das Video kann ich euch sehr empfehlen. Der Porsche ist auch richtig schnell. Ja, die beiden waren ziemlich mau. Den Cabrio haben wir ausgelassen, weil der hat dieselben Daten wie der andere auch. Der war auch mau. Der Cayman. Ja, und das ist der stärkste. Aber das ist auch logisch. Da kommt dann der eben nicht ran, der Chevrolet Camaro. Ist aber auch realistisch. So. Und jetzt kommt nämlich der Porsche 911er Carrera S. Baujahr 1997. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Der sieht jetzt ja schon bildhübsch aus. Genau. Der hat den Punkt genau in der Mitte. Vergleichen. Okay, der müsste Allrad haben. Ja, und der geht schon ein bisschen auf Rennen. Der wird nachher auch richtig schnell werden. Da kommen geile Geschosse. Also die Corvette könnte... Ja, die hat sogar auch mehr Leistungspunkte als die Grand Sport. Das ist die... Weil sie leichter wahrscheinlich ist. Die ist leichter. Und hat auch einen 7-Liter Motor. 506 PS. 7 Liter. Ja. Die andere hat mehr PS. Und auch mehr Hubraum. Vom Fahrverhalten weiß man natürlich nicht, weil die Grand Sport, die fuhr sich astrein. Könnt ihr euch das Video mal reinziehen. Aber es könnte sein, dass die Corvette, die hier nachher stärker und schneller wird. Gut. M2 Competition. 400 PS, das ist auch geil. Gut, aber wir wollen jetzt natürlich den schönen Porsche haben. Oh ja. Ich weiß nicht, ob er einen automatischen Spoiler hat. Also ich glaube schon. Ein Schmuckstück. Ja, also wir haben jetzt deutlich mehr Bilder als noch, sagen wir mal, vor 2-3 Wochen. Also die 5 Updates, die da gekommen sind, die haben wirklich Performance gebracht. Aber er ist auch ein sehr gutes Unternehmen. Also ich kann euch die Cloud-Rechner von ShadowTech wirklich auch sehr empfehlen. Zu Anfang, also vor einem Jahr, waren da auch noch Bugs und so drin, aber das haben sie alles korrigiert. So. Ja, da wird im Tuning nachher auch geil aussehen. Der ältere Porsche, der sieht auch richtig geil aus. Netter Wagen.